Hallo ihr Lieben, wir machen weiter mit Let's Play Tomb Raider 2, die goldene Maske remastered, hier in dem Level der Hochofen der Götter. Ein wunderschönes, göttliches Level, wirklich wahr. Sind in einer alten Zivilisation und haben mittlerweile auch die Maske des Tornasuk im Gepäck, also eigentlich alles, was wir hier suchen. Und genießen jetzt dieses schöne Level in dieser tollen Zivilisation hier. Gibt es viel zu entdecken, das schauen wir uns jetzt alles zusammen an. Ich weiß nicht, wo man hier am besten anfängt. Wir legen einfach mal irgendwie los und dann werden wir das schon alles sehen. So, das große Tor haben wir auf jeden Fall schon mal aufgemacht. Das ging relativ einfach. Und jetzt versuchen wir uns einfach mal in dieser alten Stadt hier ein bisschen den Überblick zu verschaffen. So, was haben wir denn hier alles? Leerstehende Häuser auf jeden Fall. Alles aus Gold, total wertvoll. Hier haben wir den Hebel gezogen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht irgendwo dann ins flüssige Gold reindappen, weil das kann immer schnell passieren. So, das kann auch schnell passieren, dass uns Gegner hier überraschen. Weil wo viel Gold ist, sind auch immer viele habgierige Menschen. So, haben die was? Aha. Der hat schon mal was, sehr gut. Und der hier? Oder haben wir da schon was aufgehoben? Doch, da liegt doch noch was, oder? Nee, sah so aus wie Schrotmunition. Machen wir mal eine Fackel an. Nee, der hat nichts. Oder haben wir das schon mitgenommen, gerade im Unterbewusstsein? Und ich war so abgelenkt von dem zweiten, dass ich es nicht mitbekommen habe. Ich weiß es nicht. So, was gibt's denn hier sonst noch? Von da kam jetzt da eine Typi gerade. Wenn uns jetzt wahrscheinlich immer mal irgendwo welche begegnen, könnte ich mir vorstellen. Hier ist ein Medipack, das nehme ich schon mal mit. Und da unten liegen auch Harpunenpfeile, aber da kommen wir dann später alles hin. Wenn ihr euch jetzt fragt, hey, das ist doch alles auf dem flüssigen Gold, wie soll man da hinkommen? Das erfahren wir später. Auch hier dieser Goldpfeil, wieder, ne, wie das hier reinläuft, das ist einfach so herrlich. Das sieht so geil aus. Die Brücke hier, richtig schön. Und die Zivilisation dargestellt ist. Muss halt auch sagen, für Tomb Raider 2 Verhältnisse darf man nicht vergessen. Wo kam der Schuss her? Wo kam der Schuss her? Aha. Hier läuft doch irgendwo einer rum. Ist das über uns? Also es wurde definitiv auf uns geschossen. Da ist er doch. Willst du nur hin? Jawohl. So, bäm. Und hat direkt die Munition, die wir verschleudert haben. Das ist ja mal praktisch. So, hier haben wir angefangen. Jetzt sind wir eigentlich mal so eine Runde hier gelaufen. Wir können mal die Treppe gerade runter. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht so weit. Da kommen wir später eher dann mal hin. So, was haben wir jetzt noch nicht gesehen? Wir waren da oben noch nicht so richtig. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Kommt man wahrscheinlich hier ganz gut durch. Genau. Hier bei die Brücke einmal. Da kommen wir da rüber. Da waren wir nämlich so noch nicht. Und vielleicht ist das auch die Stelle, wo wir von der anderen Seite gekommen wären. Hier raus. Das meine ich nämlich. Ne? Da standen wir ja auch schon mal kurz. Das wäre dieser Zugang. Wir haben jetzt wieder diesen schönen... Oh, es ist so schön, dieser Fluss hier. Ich will nicht wissen, wie oft ich das gesagt habe, dass es schon so schön hier ist, aber es ist auch einfach schön. Ich denke, ihr seht das auch so. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich glaube, da oben liegt nämlich auch noch was, wenn man hier die Seite nochmal langläuft. Irgendwo findet man da noch was, oder? Geht's da noch irgendwie lang? Nee. Da kommt man nicht rüber. Ich hatte eine Erinnerung, dass man hier irgendwo noch was finden kann. Aber durch diese ganzen Custom-Levels, die ich alle schon gespielt habe, wo es auch so ähnliche Dinge gibt, verwechselt man das dann auch ganz schnell mal mit dem Originalspiel. Ich glaube, dann haben wir hier eigentlich schon viel gesehen. Das heißt, wir können jetzt dieses Tor mal suchen. Das müsste dann da sein, wo wir die Folge begonnen haben. Sprich hier drüben. Hier oben ist aber auch noch ein Gang, da waren wir jetzt noch gar nicht.
Aber dieses Tor ist zu, da muss auf jeden Fall noch ein Goldklumpen rein. So hieß ja, glaube ich, sogar Goldklumpen. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, mit den Goldklumpen ließ sich Core Design damals nicht lumpen. Gab's nämlich öfter. Ach ja, hier ist nämlich jetzt das Tor offen. Und der macht wahrscheinlich das andere Tor auf. So das typische halt, ne? Ach nee! Ah! Jetzt haben wir nämlich hier das Wasser rausgelassen. Und ihr seht, wir haben das Ding geflutet. Und jetzt ist das alles nämlich gar kein Problem, da unten die Sachen mitzunehmen. Und nochmal hier hin zu klettern. Ach, guck mal, da liegt sogar noch was. Haben wir das vorhin übersehen? Wahrscheinlich. Aha. So schnell übersieht man mal einen Gegenstand. Aber deswegen habe ich euch, dass ihr die Augen aufhaltet und in die Kommentare schreibt, wenn ich irgendwo was übersehen habe, dass ihr mich darauf hinweisen könnt. Ansonsten spiele ich ja auf der Switch hinterher, habe ich ja schon oft erzählt. Und sammle dann da noch alle Gegenstände, die ich jetzt hier im Let's Play Durchlauf nicht gefunden habe. Weil da hat man ja viel mehr Zeit, einfach alles sich in Ruhe mal anzuschauen, was im Let's Play dann ein bisschen unpraktisch wird. Aber ich glaube, hier müssen wir jetzt alles haben. Und dann können wir mal ins Wasser springen. Wie viele Sachen haben wir denn jetzt eigentlich? 53 von 64, also 11 Gegenstände fehlen uns noch. Aber wir finden ja jetzt auch hier unter Wasser noch ein bisschen was. Wie zum Beispiel den Goldklumpen. Und ich glaube, der heißt halt auch wirklich so. Goldklumpen, genau. Das hatte ich sogar noch in Erinnerung. Aber das hieß, glaube ich, auch in den Custom-Levels dann halt auch immer Goldklumpen. Und jetzt können wir halt auch da lang tauchen, wo wir vorher nicht lang kamen, in die Häuser rein. Weil da liegen auch überall gern nochmal Sachen. Und da ist ein Barracuda. Und das ist aber auch, glaube ich, nicht der einzige, der uns hier begegnet. Oder liegen noch mehr Sachen. Oh Gott, wir müssen erstmal die Barracudas töten. Sonst wird das hier nicht lustig. Und das können wir ja ganz gut von hier oben eigentlich machen. Und der nächste, bitte. Gut. Fackel nochmal mitnehmen. Wir wollen ja nichts verschwenden. Und jetzt können wir hoffentlich in Ruhe das nochmal abtauchen und noch ein paar Sachen mitnehmen. Da liegt nämlich noch was. Und ich glaube, hier auch in diesem Zwischengang war doch auch noch was, oder? Oder war das jetzt das, was ich gerade meinte? Das war das. Okay, dann können wir hier drüben nochmal durch. Da liegt nämlich auch noch was. Und da ist auch noch ein Barracuda. Sehen wir mal ein großes. Weil wir haben ja auch gerade eins gefunden. Ist natürlich das Fiese. Man freut sich, dass da Sachen sind. Und da wird man direkt wieder von so einem Fischli attackiert. Und das sind die Harpunenpfeile. Die habe ich nicht vergessen. So, dann schnell hier raus. Nee, hier geht's gar nicht raus. Aber hier. Oh, oh, oh. Da werden wir gleich angeknabbert. Wo ist er denn? So. Und dieses Farbenspiel jetzt auch mit diesem Blut noch. Ja, Lara, stell dich nicht so an, das Vieh ist doch schon tot. So, waren wir hier schon drin? Das ist halt immer so ein bisschen Orientierungsding. Ach, da hat man jetzt das große Medipack gefunden. Oh, hier könnte ich jetzt stundenlang rumtauchen, Leute, weil das einfach so schön ist. Ne, hier war das, oder? Ich habe die Orientierung verloren. Aber wir müssten jetzt zumindest alles gesehen haben und alles aufgehoben haben, was es aufzuheben gilt. Das heißt, wir wären hier dann eigentlich soweit fertig. Genau, hier waren die Harpunenpfeile noch gewesen. Haben wir auch schon im Gepäck. Das heißt, wir können weitergehen und den Goldklumpen einsetzen. Hier nochmal lang. Na gut. So, wo war das? Hier gehen wir einmal raus. Das ist auf jeden Fall da, wo dieser rote Aufgang ist. Das müssen wir jetzt gerade nochmal suchen. Das ist die falsche Richtung gerade. Das war nämlich hier drüben auf der Seite. Ups. So, dann einmal hier rüber. Ich hoffe echt, wir haben jetzt hier nichts auf die Schnelle übersehen.
Aber falls doch, lasst es mich ja wissen, ne? Und dann gehen wir hier durch die Pforte. Und die, da ist, glaube ich, dann auch das letzte Secret. Ich glaube, wir haben es nicht verpasst. Ich glaube, das kommt jetzt gleich noch. So, Goldklumpen rein. Oh, das ist schwierig. Wir speichern gerade mal ab. Das habe ich irgendwie stressige Erinnerungen. Wir brauchen noch 4 Gegenstände. Könnte passen. Na toll. Ja, das ist nämlich hier gar nicht so einfach. Da müssen wir jetzt echt ein bisschen überlegen, wie macht man das am geschicktesten. Aber am besten erstmal hier warten. Kann eigentlich auch hier direkt hier rüber springen. Wow. Das Ding hier auch für den Weg zurücklegt. Das ist ja noch gar nicht weg da drüben. Das haben wir ja noch gar nicht ausgelöst. Das müssen wir erstmal rüberfahren lassen, bevor wir hier dann entspannt rüberlaufen können. Können wir schon mal hin? Da können wir auch schon mal hin. Ah ja, und dann hier vorbei. So geht's doch. Oh, das sieht einfach geil aus. Das ist so unfassbar unlogisch, aber es ist so schön. Das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Komm, halt ein bisschen Fantasie hier. Irgendwo geht's hier hoch. Irgendwo müssen wir hier hoch. Da geht's hoch. Hier. Und zwischenspeichern. Und ich finde übrigens die Hintergrundgeräusche, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das sind ja die aus dem Tempel des Xian. Und die machen hier nochmal eine richtige Stimmung, finde ich. Passt richtig gut. Hier oben haben wir nochmal so 2 Kristallkrieger stehen, was ich sehr schön finde. Die nochmal hier wachen. Und jetzt müssen wir echt aufpassen mit dem Secret, dass wir das nicht verpassen. Okay, krass. Sehr schön. Ah, da geht die Leiter hoch, so war das. Aber ich will das Secret noch. Das ist ja vollkommen klar. Die Frage ist, wie kommt man da nochmal hin? Ich glaube, da müssen wir nämlich hier lang springen. Das hat uns die Sicht gerade so ein bisschen verraten. Dass man da nämlich lang kann. Aber da müssen wir uns dann andersrum hinhängen und rüberhangeln. Irgendwie so war das doch. Jawohl. Das wird jetzt heiß. Gut, dass Lara Handschuhe anhat. Und man sieht so richtig, wie das rieselt an der Ecke, ne? Oh, das ist so cool. Und das war gar nicht richtig, was wir hier gemacht haben. Aber da ist das Secret. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Also das Ziel ist, glaube ich, klar. Die Frage ist jetzt nur noch, wie kommt man hin? Aber das könnte auch von oben sein, der Fall. Das heißt, wir klettern jetzt doch erstmal diese Leiter hoch. Und versuchen dann von oben an das Secret ranzukommen, weil ich glaube, das war auch so. Oh, wie schön das funkelt auf der Seite. Das ist einfach nur geil gemacht. Wenn man nochmal vergleicht hier, ne? Ist jetzt echt neben den schwimmenden Inseln hier gerade so voll mein Highlight. Vom Remaster. Ich glaube, jetzt können wir darüber. Jetzt können wir nämlich da lang. Und da kommen wir dann zu dem Goldschädel. Oh, oh. Ah ja, da sind wir jetzt, das war zu nah an dem heißen Gold. Macht man das am besten mit so einem Bananensprung? Ne, man hangelt am besten, oder? Man hangelt. Aber ich weiß gar nicht, ob man da auch hangeln kann. Kann man gar nicht. Wir müssen noch ein Stück höher. Aber wir kommen irgendwie dran. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Kommen wir da dran. Das ist das große Ziel. Vorher verlassen wir das Level nicht.
So, hier fällt jetzt das ganze Gold in die Mitte. Ja, da kann man dann so lang klettern. Aber wir müssen irgendwie hier oben noch lang. Das kann man ja überspringen hier. Kommt man nämlich auf die Seite. Kommt man von der Seite dann dahin? Oder müssen wir doch da runter? Ich weiß es nicht mehr. Hier ist auf jeden Fall eine Leiter. Guck mal an. Das war gar nicht so verkehrt. Da kommen wir dann auf jeden Fall wieder hoch. Hier müssen wir, glaube ich, irgendwie... Nee. Doch, hier hoch. Genau. Nee. Ist ja eine Rampe. Ach doch. Geht da... Ah, nee, keine Seitwärtsrolle. Das war nicht die richtige Lösung. Aber wir kommen der Sache auf jeden Fall näher. Wir müssen es jetzt nur noch verstehen, wie das gedacht ist. Okay. Und das ist der Rückweg vom Secret dann eher. Dass wir uns da oben irgendwie runterrutschen lassen. Wir kriegen das raus. Aber ich glaube nicht, dass wir in die Mitte dürfen. Wir müssten das irgendwie hier lösen. Ah ja. Guck doch mal, hier kann man doch stehen. Ja. Also eins weiter drüben kann man stehen. Und dann kommen wir da nämlich auch hin. Problem ist mal hier. War doch hier, oder? Nee, noch eins weiter links. Ah. Jetzt wird's eine runde Sache. Das war da, wo ich vorhin schon rüber wollte. Und da haben wir es. Das Secret. Aha. Pling. Und da drüben liegt noch ein Medipack, Leute. Das heißt, wir haben dann hier mal wieder alle Gegenstände gefunden. Das erste Mal in dem Director's Cut die goldene Maske. In einem Highlight-Level von mir. Das freut mich sehr. Ich hoffe, dass wir jetzt auch in den anderen beiden Levels noch alle Sachen finden, weil das so Highlight-Level für mich sind. Das wäre schon cool. Aber hier haben wir es auf jeden Fall geschafft, wirklich alle Gegenstände zu finden. Das macht mich gerade echt ein bisschen stolz, weil das ja wirklich 10 Jahre her ist, als ich das letzte Mal gespielt habe hier. Aber ich bin auch echt mit viel Begeisterung jetzt an dieses Level rangegangen. Was ehrlich gesagt beim vorherigen Level nicht ganz so der Fall war. Weil ich es eigentlich nicht abwarten konnte, hierher zu kommen. Und jetzt können wir nämlich über diese Leiter da drüben... Na, toll. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, wie ich das meine. Also müssen wir gerade nochmal das Secret holen, aber das machen wir ja herzlich gerne. Das ist, denke ich, kein Problem. So, hier nochmal rüberhangeln. Secrets nimmt man ja gerne auch zweimal mit. Und dann speichern wir hier oben erstmal. Dann haben wir es eigentlich mit dem Level auch schon gepackt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Der Rest müsste dann nämlich im nächsten Level kommen, was ich jetzt noch im Kopf habe. Und das wird auch nochmal der richtige Knaller, sag ich euch. Da könnt ihr euch echt auf was freuen und dann vor allem noch das Bonus-Secret-Level. Ich sag's euch, Leute, das wird so geil alles. Jetzt müssen wir erstmal hier überhaupt rauskommen aus dem Level, aus dem Hochofen. Was wir im Hochofen gesucht haben, ist die goldene Maske von Tornasuk. Die haben wir im Gepäck. Das heißt, wir haben hier nichts mehr zu verpuzzeln. Ne, und dann gibt die Stelle hier auch Sinn, dass man nämlich hier diese Leiter hochklettert, um wieder hochzukommen. Also mit der Stelle hier ist man wirklich mit der Hälfte der Zeit durch, wenn man das Secret nicht holt. Also das ist wirklich hier nochmal so ein etwas größerer Umweg. Aber wenn man erstmal weiß, wie es geht, geht es natürlich auch schnell. So, und dann können wir nämlich hier einmal runter. Hier, so sah die Textur vorher aus. Oh, okay. Also das ist natürlich viel schöner geworden. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich speichere jetzt nochmal zwischen, weil das kann auch schief gehen. Wir nämlich jetzt hier eine kleine Runde laufen. So, weil wir das Medipack wollen wir ja noch haben.
Und jetzt ist die Frage, wo müssen wir überhaupt hin? Darunter, ne? Okay, da sind wir jetzt nochmal abgefackelt. Wollte mich da eigentlich dranhängen und fallen lassen, das war gerade das Ziel. Aber vielleicht können wir auch einfach so reinspringen. Ja, so nicht. Obwohl, doch, kann man auch. Oh, hier geht's aber steil runter. Ah. Genau. Hier sehen wir überall nochmal solche Gitterkisten mit Skeletten drin liegen. Und wir kommen raus. Wo ist jetzt der Level-Cut? Der müsste doch jetzt hier sein. Ah. Ich dachte gerade schon, hä, wo löst man denn jetzt nochmal den Levelwechsel aus? Aber da war es. Wir haben den Hochofen der Götter, nicht der Gitter, wie bei Tomb Raider 2 im Original, abgeschlossen mit allen Secrets. Freue mich besonders über alle Gegenstände. 2 Medipacks gebraucht, geht, finde ich, voll. Ja, war ein richtig, richtig geiles Highlight-Level. Richtig cool. Aber was jetzt noch kommt, wird mindestens genauso gut. Könnte ich richtig drauf freuen. Also es ist vor allem mein Geschmack extrem. Und das schauen wir uns dann alles beim nächsten Mal zusammen an. Bleibt dran, es lohnt sich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.